Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist ein bisschen anders als sonst und ich filme das Ganze auch gerade hier mit dem Handy auf dem Fußboden im Wintergarten, ungeschminkt. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl bzw. Bedürfnis, mich ein bisschen mit euch auseinanderzusetzen bzw. euch ein kleines Update zu geben. Ich habe nämlich gerade ganz lange mit meiner Freundin Kati telefoniert. Und auch heute schon mehrere Stunden mit Florian geschnackt. Und beide meinten zu mir: Julina, warum erzählst du das nicht deinen Leuten? So, du trägst dein Herz ohnehin eigentlich immer auf der Zunge. Und weiß ich nicht, die Leute könnten sich eventuell auch dafür interessieren. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob so ein unprofessionelles Video, was jetzt irgendwie gar nichts mit Make-up oder nicht Storytime oder sonst wie zu tun hat, trotzdem für euch interessant ist. Und tatsächlich war ich mir nicht so wirklich sicher, ob das Ganze hier eventuell zu jammerig rüberkommt. Aber ohne jetzt um den heißen Brei rumzureden, kommen wir zum Punkt. Das Ding ist nämlich, auch wenn das so Hardcore-Klischee ist, habe ich mir jetzt zum Ende des Jahres mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe 2018 so ein bisschen Revue passieren lassen. Und dabei ist mir einfach bewusst geworden, dass ich mir 2018 nicht genug Zeit für mich selber genommen habe. Und ich zwischendurch nicht auf mich richtig selbst gehört habe. Ich habe dieses Jahr unglaublich viel weggerissen, so im Sinne von abgehakt und irgendwie geschafft und erreicht, und ich bin unglaublich stolz auf mich und ich glaube auch, das kann ich auf jeden Fall sein. Wenn man sich überlegt, ich habe mein Vollzeitstudium und ich habe das irgendwie alles mehr oder weniger geschafft, mit YouTube unter einen Hut zu bekommen, und es gab wirklich selten Videoausfälle. Und auch in der Uni, ich habe momentan echt einen ganz brauchbaren Schnitt, glaube ich, von 1,7. Ja, finde ich okay. Und ja, wir waren im Ausland, wir sind umgezogen. Ich hatte eine große OP und weiß ich nicht, irgendwie war 2018 ein sehr erfolgreiches Jahr. Und oh mein Gott, ich glaube, wir leben alle für Ariana Grande. Sie hat bei so einer Preisverleihung, wo sie gewonnen hat, gesagt, 2018 war für ihre Karriere das beste Jahr, aber für ihr Privatleben das schlimmste Jahr ihres Lebens. Und ich kann da nicht so richtig zu relaten, aber irgendwo schon, weil ich mir denke, ich habe sowohl was meine Studiumangelegenheiten als auch was meine YouTube-Angelegenheiten angeht, unglaublich viel geschafft. Mir geht es auch, was meine Freunde und was meine Familie angeht, eigentlich sehr gut, aber irgendwo bin ich dabei zu kurz gekommen. Und ich glaube einfach, dass man sich mehr Zeit für sich selber nehmen muss, beziehungsweise dass ich das tun muss. Ich will das gar nicht so generalisieren und damit von mir selber wegschieben, denn ich schiebe mir den schwarzen Peter zu. Und ich glaube, dass es vielen von euch ähnlich gehen könnte, dass man sich halt immer mehr oder weniger so gehetzt und unter Druck gesetzt fühlt von all den Sachen, die man eigentlich zu erledigen hat und macht und tut und macht und tut und dabei gar nicht hinterfragt, wie geht's mir eigentlich gerade selber damit. Und an dem Punkt bin ich gerade so ein bisschen angelangt. Und ich muss sagen, ich habe seit über 3 Wochen nicht gefilmt. Ich habe keine Videos produziert. Klar, ich halte euch im Prinzip fast tagtäglich über meine Instagram-Story und so auf dem Laufenden. Aber auch was so richtige Fotos machen angeht für Instagram, habe ich auch seit bestimmt 2 Wochen nicht mehr gemacht. Und gefilmt halt auch nicht. Alle letzten Videos, die ihr gesehen habt, waren vorproduziert. Und ich glaube, seit dem 12. oder 13. hochgeladen. Und eigentlich habe ich gedacht, cool, dann habe ich in der Vorweihnachtszeit ein bisschen Zeit, mich auf meine Klausuren und Hausarbeiten für die Uni zu konzentrieren, Weihnachtsgeschenke zu besorgen, und habe halt vorher sehr viel gearbeitet, um dann ein bisschen mehr Luft zu haben. Und ich muss gerade sagen, dass diese Luft mich irgendwo befreit, aber auch gleichzeitig erschlägt, weil ich gerade nicht gefilmt habe die letzte Zeit, habe ich das Gefühl, ich selbst bin faul. Und dass ich mir Zeit für mich nehme und nicht weiterarbeite und weiter vorproduziere und es irgendwie hinbekomme, immer einen Puffer von 3 Videos vorproduziert zu haben, weil ich das nicht schaffe, habe ich das Gefühl, ich bin faul. Und das ist nicht richtig,
weil klar, das wäre ein Optimalfall, aber nur weil man das optimale Ziel nicht erreicht, hat man nicht versagt. Aber das Gefühl rede ich mir gerade selber ein und ich glaube, da muss ich mich selber so ein bisschen von distanzieren und einfach auch verstehen, dass mal so ein bisschen Pause oder Urlaub, egal was für einen Job man hat, einen normalen Job, man hat immer Jahresurlaub oder man hat immer irgendeine Möglichkeit, Stunden zu reduzieren oder wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, weil ich halt einfach neben meinem Studium mit meinem Social Media Kram hier selbstständig bin, habe ich das nicht wirklich. Beziehungsweise, wenn ich mir die Zeit nehme, habe ich schlechtes Gewissen, dass ich es tue. Und das ist nicht richtig, weil als ich vorher festangestellt, normal als Arbeitnehmerin, als Make-up-Artistin gearbeitet habe, hatte ich auch, ich glaube, 5, 5,5, 6 Wochen Urlaub im Jahr und habe mich in der Zeit gar nicht damit beschäftigt. Und das war auch okay. Warum ist es denn aber nicht okay, wenn man selbstständig ist? Weil man denkt, das eigene Glück und der eigene Erfolg liegt nur in der eigenen Hand. Und das ist auch richtig. Das ist definitiv der Fall. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht auch zwischendurch verdient hat, sich eine Zeit für sich zu nehmen. Das weiß ich theoretisch und das sagt mir auch mein gesunder Menschenverstand. Aber irgendwie habe ich trotzdem Druck auf der Brust, wenn ich darüber nachdenke, ich habe die Zeit gerade nicht effektiv genutzt. Und ich würde sagen, eigentlich ist meine mentale Gesundheit momentan auf einem relativ stabilen, guten Level. Mir geht es psychisch 1000-mal besser als noch vor einem, anderthalb, zwei, drei, 4 Jahren. Und ich bin eigentlich so glücklich, wie ich nie vorher in meinem Leben war. Nichtsdestotrotz habe ich manchmal Tage, wo es mir nicht gut geht. Und ich kann zwischendurch gar nicht wirklich erklären, warum. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich möchte eigentlich nur die Decke über den Kopf ziehen und nichts machen, sind es aber gerade sehr unpassende Momente. Und klar kann man sagen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt dafür, dass es einem psychisch nicht gut geht. Aber ja, es passt halt in den Momenten echt immer ziemlich schlecht. Und ich weiß einfach nicht, wie ich da so eine umsetzbare Konsequenz für mich draus ziehen kann. Wir sind, wenn ihr dieses Video seht, gerade in New York und verbringen dort unseren Jahresurlaub und feiern Silvester in New York. Und das war ein Geschenk, was ich Florian zu seinem 40. Geburtstag geschenkt habe. Und jetzt gerade stelle ich immer noch in Frage, oder eigentlich habe ich mich schon dazu entschieden, aber ich habe schlechtes Gewissen für meine eigene Entscheidung. Und das ist so doof, weil wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Aber ich will nicht mit den Konsequenzen leben. Und das ist sehr kindisch und ich habe mich dafür entschieden, das Ganze nicht zu vloggen. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl, ich muss mich für diese Entscheidung, dass wir es nicht vloggen, rechtfertigen. Weil ich das Gefühl habe, eigentlich bin ich verpflichtet, es zu tun. Weil es ist eine geile Chance für einen coolen, spannenden Vlog und wir werden einiges unternehmen. Aber ich möchte eigentlich den Moment genießen. Und davor schlechtes Gewissen zu haben, ist falsch. Und Vloggen macht eigentlich Spaß, aber auf der anderen Seite, man muss auch immer wieder drüber nachdenken, wie passt das jetzt alles zusammen und wie kriegt man einen roten Faden auch in einen Vlog und ich weiß es nicht. Und ja, das ist gerade irgendwie meine Situation und ich weiß nicht, wer von euch da irgendwo zu relaten kann, wenn man die ganze Zeit durchpowert. Und ich power gerne durch. Ich gehe gerne zur Uni, meistens. Ich filme gerne Videos, meistens. Aber an sich, ich liebe das, was zu schaffen und zu arbeiten und wirklich produktiv zu sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man das denn alles macht und dann so ein bisschen der Druck abfällt und man eigentlich entspannen kann, fällt es mir sau schwer. Und ich muss einfach mir jetzt, glaube ich, auch mal diese Zeit zugestehen. Auch wenn, 100% ehrlich, und man legt die Zahlen mal so offen, der Dezember bis jetzt einer der schlechtesten Monate für meinen YouTube-Kanal aus reiner Zahlensicht ist. Nicht was die Klickeinnahmen oder sonst was oder
keine Ahnung angeht, aber einfach, wenn man mal sich anguckt, ich glaube, ich habe Stand aktuell 750.000 Klicks diesen Monat gemacht. Und klar, sind noch 2, 3 Tage offen, aber ich bezweifle, dass dieses Video hier viral geht. Und ich hatte die letzten 1,5 Jahre, glaube ich, keinen Monat mehr unter 1 Million Klicks. Das heißt, ich habe 25% meiner Klicks verloren im Vergleich zu allen Monaten in den letzten 1,5 Jahren. Und wenn man das irgendwie einem anderen Selbstständigen erzählt, mit seiner Firma, sagen wir einen Klempner, und der hat einen monatlichen Umsatz von vielleicht 20.000 Euro und auf einmal hat er nur noch 15, dann macht man sich Kopf und dann macht, denn nicht nur, also nicht existenziell, aber man weiß halt nicht, Kacke, was ist, wenn ich nächsten Monat wieder verliere? Also wenn meine Kurve weiter sinkt. So, liegt es an mir? Sind es Umstände, die ich selber nicht beeinflussen kann? Und das macht einem Sorgen. Und natürlich, es kann auch einfach sein, dass meine Videos die letzten Wochen für euch uninteressant waren. Oder dass YouTube sie nicht angezeigt hat. Oder was auch immer. Aber das sind so Gedanken, die man irgendwie hat und man sich oder ich mich selber in Frage stelle. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil wenn ich hinter dem Content stehe, den ich produziere und hier hochlade, das ist die Hauptsache. Denn als ich angefangen habe, Videos zu produzieren, habe ich auch nicht gedacht, oh mein Gott, wie sind meine Klicks diesen Monat? Oh mein Gott, ist mein Social Blade, das ist so eine Internetseite, die halt deinen Kanal analysiert, wie gut er performt. Ich habe euch meine mal verlinkt. Könnt ihr euch gerne angucken, wie desaströs es momentan aussieht. Das macht man ja nicht. Man macht es, weil man eine Message hat und diese Message teilen will. Und ich habe zwischendurch das Gefühl, in all den Make-up-Reviews und all dem oberflächlichen Shit, der auf meinem Kanal zwischendurch stattfindet, geht meine Message total verloren. Und es steckt auch in einer simplen Foundation-Review oder in einem Drogerietest aus England oder in einem Tauschpaket, probiere ich eigentlich eine Message zu geben. Und allein durch die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, euch irgendwo zu zeigen, man kann glücklich sein. So, und ich habe das Gefühl, das geht zwischendurch verloren, wenn ich selber nur noch abarbeite, weil ich irgendwie feste Upload-Tage 2-mal die Woche habe. Und ich habe das schon öfter. Oh, Louis. Und diese 2 festen Upload-Tage, ich habe das schon öfter angesprochen und eigentlich war das Feedback von euch mal richtig gut, aber trotzdem habe ich Angst, es umzusetzen, mich davon zu trennen. Dass ich halt nicht sage, jeden Donnerstag um 16 Uhr und jeden Sonntag um 10 oder 11 Uhr kommt ein Video, sondern es kommt dann ein Video, wenn ein Video kommt. Aber, was man nicht vergessen darf, so habe ich meinen Kanal auch angefangen. Auf der anderen Seite ist mein Kanal halt mittlerweile einfach mehr als ein Hobby. Ist das überhaupt interessant für euch? Ich weiß es nicht, aber das sind meine Gedanken, das sind Sachen, die mich beschäftigen, das sind Sachen, die mir zwischendurch Angst machen und gleichzeitig muss ich irgendwie gucken, wie ziehe ich daraus meine Konsequenzen. Und ich weiß, 1000%, ihr seid alle schon mal in einer ähnlichen Situation gewesen. Wie schaffe ich meine Aufgaben für die Schule? Wie schaffe ich es, meine Hausarbeiten und für die Uni zu lernen? Ich habe Klausurenphase, ich habe eine Abgabe auf der Arbeit. Wir sind auf der Arbeit unterbesetzt und ich weiß nicht, wie ich den Anforderungen weiterhin gerecht werden soll. Gleichzeitig ist vielleicht in der Familie, Krankheit, Trennung. Irgend Shit haben wir alle. Aber ich glaube halt einfach, dadurch, dass, oder das ist meine Hoffnung, dadurch, dass ich euch zeige, auch das makellose Leben, was im Internet oft dargestellt wird, ist zumindest in meinem Fall nicht alles, was mein Leben ausmacht. Ja, ich habe unglaublich viel Shit am Make-up hier rumliegen, aber auch das ist nicht immer nur schön. So, und ich habe immer früher gedacht, oh mein Gott, Traum, so diese Fotos irgendwie von den Make-up-Collections von anderen oder so. Ich weiß, als ich irgendwie vor 5, 6 Jahren oder so mir Make-up-Collection-Videos hier auf YouTube von so den amerikanischen erfolgreichen Make-up-Leuten angeguckt habe, war ich so, oh mein Gott, das wäre mein größter Traum, so ein Zimmer zu haben. Reality ist, mittlerweile habe ich gefühlt so ein Zimmer und ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich an das Zimmer denke. Weil ich weiß, wie viel Arbeit mich da drin eigentlich erwartet, aber ich schaffe es nicht, das alles alleine zu machen. Und gleichzeitig
Ich bin mega Control-Freak. Mega. Und es fällt mir so schwer, Arbeit abzugeben. Ich habe so viele Freunde und Florian hat es auch angeboten, die gesagt haben, komm Julina, und so viele von euch haben es auch angeboten, als ich es in meiner Instagram-Story erzählt und gezeigt habe, wie es da oben aussieht. Ich habe viele Leute, die mir helfen wollen. Ich kann die Hilfe aber nicht annehmen, weil ich das Gefühl habe, dann verliere ich die Kontrolle. Und so hilflos, wie ich mich manchmal fühle, fühle ich mich noch hilfloser, wenn ich die Kontrolle verliere. Und ja, ich glaube halt, Hilfe anzunehmen ist für mich extrem schwer. Und das ist was, wo ich definitiv an mir arbeiten muss. Und das ist eine Challenge, die ich mir definitiv setze. Denn ich möchte, ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht, aber Neujahrsvorsätze sind für mich echt wichtig. Klar, man sollte immer an sich arbeiten und jeden Tag probieren, das Beste für sich herauszuholen und selber als Mensch zu wachsen. Aber ich glaube halt einfach, dass man jetzt zum Ende und zum Beginn des neuen Jahres, ist es einfacher vielleicht, aber es ist natürlich auch immer jedes Mal aufs Neue derselbe Kampf, es auch wirklich durchzuziehen. Und ich muss lernen, Hilfe anzunehmen. Ich muss lernen zu sagen, wenn es mir nicht gut geht. Und ich muss lernen, mir die Zeit für mich selber zu nehmen, wenn mein Körper sagt, ich brauche sie. Und ja, ich denke mir halt, man vergleicht, also ich habe mich eine Zeit lang immer mit einem Fernsehsender verglichen. So sagen wir die Show Germany's Next Topmodel. Wenn da einer der Produzenten krank ist, kommt trotzdem um 20:15 Uhr am Donnerstag die nächste Folge. Warum fällt es mir so schwer, meine Uploads einzuhalten manchmal? Oder es ist ein Tag verschoben oder ich habe Stresspickel, weil ich es doch irgendwie geschafft habe, aber selber über meine Grenzen gegangen bin. Und das ist mir jetzt bewusst geworden. Und das ist auch dasselbe Ding. Alle sagen immer, Beyoncé hat auch nur 24 Stunden am Tag. Wenn sie es schaffen kann, kannst du es auch schaffen. Nein, ich habe nämlich einmal einen Vortrag von Beyoncés Manager gehört. Und er selber hat gesagt, das ist der größte Mist, den es gibt. Beyoncé hat keine 24 Stunden am Tag. Beyoncé hat 5000 Stunden am Tag, wenn man all die Zeit zusammen addiert, die Leute für sie arbeiten. Und ich mache das Ganze hier nun mal mehr oder weniger alleine. Florian hilft mir zwischendurch sehr. Und da kommen wir wieder zu meinem Problem. Ich kann schlecht Aufgaben abgeben. Florian macht es und ich guck trotzdem nochmal alles drüber und sonst wie, obwohl ich weiß, er macht es richtig und er macht es gut. Und ich bin so dankbar, ihn zu haben. Trotzdem fällt es mir zwischendurch schwer, es anzunehmen. Und da bin ich zwischendurch auch wütend auf mich selber, weil ich mir denke, Julina, sei doch dankbar, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die dir helfen wollen und die da sind, egal was. Und ich, blöde Kuh, kann zwischendurch nicht annehmen, weil ich krass Kontrollfreak-mäßig bin. Das ist halt so ein bisschen OCD. So, es muss alles für mein Hirnkonstrukt Sinn machen. Und das ist zwischendurch schwer, wenn ich nicht mal selber artikulieren kann, wie es für mich aussehen soll. Aber ja, das ist so ein bisschen mein aktueller Stand der Dinge. Ich freue mich so sehr auf morgen, wenn wir nach New York fliegen. Wenn ihr das hier seht, checkt auf jeden Fall meine Instagram-Story aus. Da nehme ich euch nämlich auf jeden Fall mit. Und ich freue mich darauf, euch mitzunehmen, denn wir waren das letzte Mal 2013 auf unserer Hochzeitsreise in New York und jetzt für Silvester wieder da zu sein, ist, glaube ich, echt cool. Ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Und nur nochmal, dass ihr es wirklich wisst, es ist mir so wichtig, dass es nicht irgendwie von euch in falschen Hals gekriegt wird. Auch wenn der Dezember bis jetzt seit anderthalb Jahren der schlechteste Monat zahlenmäßig für meinen Kanal war, ich bin euch so dankbar. Ich bin Team Julina für ihren Support so krass dankbar, weil zwischendurch habe ich das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen selber verloren und habe euch nicht den Content gegeben, für den ihr eigentlich gekommen seid oder für den ihr euch angemeldet habt. Und ja, ich entwickle mich als Person weiter, aber in all den Make-up-Reviews bin halt ich als Person zwischendurch, glaube ich, schon zu kurz gekommen.
Ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Ich bin 100% ehrlich. Und ich weiß nicht, wie ich kontinuierlich Videos über mich machen kann, weil ich ja gar nicht so interessant bin. So. Hat das Sinn? Aber ja, dass ihr trotzdem noch da seid und trotzdem jetzt noch dieses Video guckt und immer noch dran seid, dafür verdient ihr schon einen Orden. Das ist cool, das ist geil. Und dafür bin ich euch dankbar. Und wenn ich euch gerade irgendwie 20 Minuten von eurem Alltag ablenken konnte, geil, Ziel erfüllt. Und vielleicht denkt ihr auch ein bisschen drüber nach und probiert euch mehr Zeit für euch selber zu nehmen und eure mentale Gesundheit deren größeren Stellenwert zuzuschreiben. Denn es ist okay, sich die Zeit für sich selber zu nehmen. Ich weiß das, aber es ist trotzdem schwer umzusetzen. Und daran muss ich arbeiten. Und wenn es euch so geht, lasst uns das zusammen machen. Weil ich glaube, mit vereinten Kräften ist man immer stärker. Ich glaube daran, dass wir es schaffen können, aber der Weg ist definitiv nicht immer einfach. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, beende ich 2018. Ich will nicht zu viel versprechen, aber sobald ich wieder da bin, hoffe ich, bin ich mit gestärkten Kräften und ausgeruht und wieder voll back on track. Und es wird auch ein paar Videos, nee, ich will jetzt gar nicht spoilern. Aber ich habe zwei Videos auf jeden Fall schon geplant, die danach kommen. Und ja, das sind Videos, die ihr euch gewünscht habt. Dementsprechend hoffe ich, dass sie euch denn gefallen. Und selbst wenn nicht, dann ist es auch okay. Es wird bestimmt wieder irgendwann. Wow. Gut, wenn man es schafft, einen Spannungsbogen zu erzeugen, aber ihn nicht zu schließen. Und jetzt wird sie wieder albern. Oh. Okay, cool. Aber ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke für ein glorreiches 2018. Und ich freue mich auf ein 2019 wieder und weiter mit euch. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich wünsche euch wirklich von tiefster Seele auch nur das Beste für 2019. Neues Jahr, neues Glück. New me. Und ja, dann sehen wir uns. Hoffentlich Ende nächster Woche wieder. Bis dann. Tschüss, ihr Süßen.